Giftig für Hunde. Was alles ist denn nun giftig für Hunde? Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Ich habe ja bereits Videos erstellt zu Schokolade und Hund und warum sind Zwiebeln gefährlich für Hunde oder Zwiebelgewächse. Genauso auch Weintrauben und das Gleiche gilt natürlich auch für die Rosinen. Ja, und dass nun Kaffee und Tee und Alkohol nicht in einen Hund gehören, das versteht sich ja nun wohl von selbst. Dazu gebe ich nun keine weiteren Erläuterungen. Dann haben wir auch das Thema Süßstoffe. Da kann zum Beispiel Xylitol drin sein und das schädigt, kann die Leber schädigen und auch zu einer Unterzuckerung führen. Dann haben wir zum Beispiel die Artischocke. In den Artischocken ist der Wirkstoff Persin und der kann zu Herzschädigungen führen. Dann sind auch bestimmte Medikamente giftig für Hunde. Dazu gehe ich noch in einem separaten Video drauf ein. Ja, und dann haben wir auch das Thema Zigaretten. Gut, das ist natürlich auch jedem klar, dass man da aufpassen sollte und dass Zigaretten eben, dass man natürlich vermeiden muss, dass ein Hund jetzt Zigaretten frisst. Aber gerade Welpen sind natürlich unglaublich neugierig. Die möchten alles entdecken und alles auch mit ihrem Maul erkunden. Das ist das eine. Und grundsätzlich ist es für Hunde auch schon, oder es kann durchaus interessant sein, auch das mal zu testen, was denn ihr Mensch so in den Mund nimmt. Also deswegen gerade bitte aufpassen bei Zigaretten. Die Zigarettenschachtel oder auch einfach Zigarettenkippen, den Aschenbecher, bitte nicht irgendwie in Reichweite des Hundes. Und ganz speziell eben da bitte auf den Welpen aufpassen. Dann haben wir Cola, Energy Drinks, einfach koffeinhaltige Getränke. Sollte eigentlich auch klar sein, dass das nichts für einen Hund ist. Der Wirkstoff Methylxanthin kann zu Unruhe führen, zu Erbrechen, Durchfall, zu Krämpfen, letztendlich zu einer, also bei schweren Fällen, zu einer Koffeinvergiftung mit Herzrhythmusstörungen. Also so etwas ist absolut tabu für Hunde. Dann haben wir das Thema der Pilze. Bitte Ihrem Hund keine Pilze geben, denn es ist noch nicht wirklich geklärt, welche Vielfalt an Inhaltsstoffen in den Pilzen jeweils auf den Hundeorganismus wirken. Also da ist noch viel Forschungsarbeit notwendig und von daher bitte auf eine Fütterung von Pilzen verzichten. Dann haben wir das Thema von Steinobst und ihren Obstkernen. Steinobst, das sind zum Beispiel Aprikosen, Pflaumen, Pfirsiche, Mirabellen, Nektarinen. So, und wenn Ihr Hund so einen Kern verschluckt, dann können sich Gifte freisetzen, wie zum Beispiel Blausäure. Und das kann zu neurologischen Störungen führen, auch zu schweren Störungen. Also bitte bei solchen Steinobst einfach auch nochmal besonders aufpassen, dass Ihr Hund da nichts verschluckt. In den sogenannten Nachtschattengewächsen, wie Aubergine, Tomate oder auch einfach die Kartoffel, kann der Wirkstoff oder das Gift Solanin enthalten sein, und zwar, wenn es sich um die grünen Stellen handelt. Diese dann bitte großzügig wegschneiden. Und das gilt natürlich auch für den menschlichen Verzehr, nicht nur durch den Hund.